Guten Tag und Bonjour aus dem Parc de Bronze. Heute beginnt hier die Europameisterschaft. Ja, und ich werde... Okay, das ist FIFA 15, ich sag's im Voraus. Ich habe auch nichts an den Aufstellungen geändert. Ich bin nicht Frank Buschmann und nicht Manni Breukmann. Und ich werde pro Spieltag, pro Gruppe ein Spiel machen. Wobei ich gleich dazu sagen muss, in FIFA 15 gibt's Albanien nicht, die Slowakei nicht, die Ukraine nicht, Kroatien nicht und Island nicht. Aber ich muss... Okay, falls du Fan davon bist, hörst du ganz kurz weg. Ich glaube nicht, dass eine von diesen Mannschaften Europameister wird. Ja, schauen wir uns mal die Aufstellung an, die Deschamps ausgewählt hat. Oh, ganz nah. Ich bin ja schon ruhig. Frankreich, einer der Favoriten auf diesen EM-Titel, dadurch, dass sie Gastgeber sind, haben diesen Titel, glaube ich, soweit ich das weiß, einmal erringen können. Und das war im Jahr 2000 durch ein Golden Goal von David Trezeguet gegen Italien. Das ist schon lange her. Hier sehen wir es, Giroud im Sturm, Griezmann, Payet, Lacazette, Evra, Kondogbia, Gonalos, Sacco, Varane, Jalet und im Tor Loris, Rumänien. Das kann ich nicht mal aussprechen. Da im Tor steht Tatarusanu Sepsi von Nürnberg, Grigore, Chiriches, Pap, Papalapap, Pep. Jetzt habe ich es nicht lesen können. Jetzt habe ich mich zu sehr über Papalapap lustig gemacht. Es tut mir sehr leid. Ja, mein Tipp in diesem Spiel, ich sage gleich im Voraus, ich tippe, dass Frankreich gewinnen wird. Wer ist der Schiedsrichter? Wir sind alle gespannt. Es ist Albin Kuniak aus Polen. Schön, dass er hier ist. Schön, dass ihr hier seid. Und viel Spaß. Ich werde keine der Mannschaften spielen. Ich kommentiere das Ganze nur. Ich schaue nur zu und die EM, die läuft. So, geht ganz gut los. Noch 0% Ballbesitz bei Rumänien. Gleich mal auf Griezmann. Der sieht Kondogbia. Der sieht Giroud. Gonalons. Jalet. Man sieht, dass Frankreich jetzt schon Druck macht. Lacazette. Erste Flanke und nichts. Griezmann. Abschluss. Was mir gerade einfällt, Pogba hat gefehlt in der Aufstellung von Frankreich. Wundert mich gerade ein bisschen. Warum Didier Deschamps ihn schont, ich weiß es nicht genau. Naja, vielleicht sehen wir ihn ja in der zweiten Halbzeit. Torre. Maxim. Pintili auf Torre. Oh, das ist das erste Foul dieses Spiels. Das gibt auch wahrscheinlich die erste Karte dieses Spiels. Oder bleibt es bei einer Verwarnung? Nee, es gibt Gelb für Piripi. Nee, wie heißt der? Piripi? Oder Maxim? Es war Maxim, der... Ich weiß gar nicht, ob er noch jetzt in Stuttgart spielt. Alessandro Maxim. Und da müssen wir nicht drüber reden. Der senzt den Sacco um. Das ist ein ganz klarer Freistoß und eine ganz klare gelbe Karte. Kondogbia. Schön in die Lücke. Payet. Sieht Gonalon. Jalet. Ich entschuldige mich gleich im Voraus, wenn ich nicht sprechen kann. Das war abseits. Wenn ich die Namen falsch ausspreche, es tut mir leid. Ich bin weder des Rumänischen noch des Französischen mächtig. Ich spreche so aus, wie ich es mir vorstelle. Ich kann schon gar kein Deutsch mehr.
So, Einwurf Rumänien. Hier sehen wir Griezmann, Vize-Champions League. Sieger, kann man das so sagen? Champions League Finalist, genau. Und mit Atletico Madrid hat die Bayern eigentlich im Alleingang rausgeschossen im Halbfinale. Aber jetzt geht's über außen, Gonalon. Und das war, ja, das war nix, würde ich mal sagen. Sah ein bisschen sehr merkwürdig aus. Und da hat jemand seine Karotten gegessen, weil das hätte ich jetzt nicht gesehen. Chiri Chess. Sieht Keseru. Aber der verspielt direkt. Jetzt wieder Frankreich. Jetzt muss aber auch mal langsam was passieren. Die Fans werden schon ungeduldig hier. Kondogbia, sieht Giroud, Evra auf der Außenposition. Jetzt müsste er eigentlich mal nach innen flanken. Oh, er spielt aus, da steht Payet. Und das ist ein Foul, aber es gibt keinen Elfmeter. Warum gibt er hier keinen Elfmeter? Da würde ich gerne die Zeitlupe nochmal sehen, aber ich glaube, die spielen sie hier nicht mehr ein. Jetzt kommt der Konter über Keseru. Prepelita. Chipichu. Chipichu. Keseru. Sepsi. Chipichu. Entschuldigung. Maxi. Prepelita. Und der erste Schuss. Und gut pariert. Und die Chance ist weg. Loris im Tor. Eine 1. Bisher. Hat den ersten Schuss gehalten in dieser Partie. Erste Riesenchance für Rumänien. Wer hätte das gedacht? Kein Abseits von Papp. Maxim. Jetzt sind die Franzosen langsam unter Druck hier. Die Rumänen, die spielen sehr offensiv heute mit hier. Das ist ein gutes Spiel, was die bisher leisten. Haben sich sehr gut auf diese Europameisterschaft vorbereitet. Und ja, man sieht, dass harte Arbeit im Training sich ausbezahlt. Und das ist halt das, was schon in Brasilien 2014 vielleicht zum Verhängnis geworden ist. Der Druck auf dem eigenen Land. Das ganze Land wartet eigentlich nur auf diesen Titel. Daheim. Du musst den Titel daheim holen, wenn du schon mal die Chance hast. Und diesen Druck, ob das Frankreich noch durchhält, da sage ich nur Sacre bleu. So, Sepsi, der Nürnberger, auf Prepelita und wieder Sepsi, Doppelpass, Fehlpass. Aber man muss schon sagen, also was Angel Iordanisco hier gerade mit Rumänien gemacht hat, ist eine starke Leistung. Also der hat diese Truppe geformt und ja, nicht umsonst sind sie hier dabei bei der EM. Prepelita. Auf Pintili. Sie sucht Keseru, aber der war zu schwach. Der ist genau auf Sacco gekommen. Lacazette. Kondogbia. Sieht Giroud. Jetzt geht's über Payet. Jetzt müssten sie aber auch wirklich mal langsam eine gescheite Flanke hinbekommen. Die haben 61% Ballbesitz und haben noch nichts auf die Reihe bekommen. Immer so halbgare Bälle in die Mitte, in den 16er, da steht dann immer ein Rumäne und ich kann abfangen. Jetzt kommt wieder Lacazette mit dem Fehler, jetzt steht aber wieder Torre, die Abwehr von Rumänien, die steht wieder 1. Papp. Pinteli, sucht Keseru, findet Maxim. Jetzt wird auch noch getrickst hier auf rumänischer Seite. Der rumänische Brasilianer, Keseru. Keserinho würde eher passen. Ich rede schon wie Fritz von Thurn und Taxis. Wenn er hingeht, ist abseits. Deswegen gibt es Freistoß. Warum gibt es Freistoß? War dann faul? Hier nochmal Griezmann. Atletico Madrid. Ja, ich sag einfach mal, einer der besten Stürmer, die Atletico hat. Pinteli. Sieht Maxim, Entschuldigung, Prepelita. Keseru.
Prepelita, Flanke und da steht niemand. Der geht sowas zu diesem Kameramann da, der den Ball sehr schön filmt. Und jetzt ist Halbzeit in diesem Eröffnungsspiel. Ja, 0:0. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich nicht so erwartet. Und ich hoffe, und da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da seid ihr alle bei mir, ich hoffe, dass diese Europameisterschaft auch friedlich bleibt. Also, dass hier wirklich nichts passiert, was wirklich, wirklich negative, drastische Folgen hätte für so ein Turnier. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass es nicht wie am 13. November in Paris endet, bei diesem Turnier. Die einzige Großchance eigentlich, hier sehen wir sie, für die Rumänen. Und den hat Loris aber ohne Probleme eigentlich gehalten. Und hier, das ist die Aktion, da hätte man Elfmeter geben können. Der Ball war nicht im Spiel. Der Ball war nicht im Spiel. Und Papp grätscht ihn, oh, er grätscht erst den Ball um und dann Lacazette. Gerade noch so, also ich würde sagen, das ist schon an der Grenze. Mal schauen, was in der zweiten Halbzeit jetzt passieren wird. Gibt es Wechsel? Es gibt keine Wechsel zur zweiten Halbzeit. Wieso auch? Ich meine, sind ja noch alle frisch. Pinteli. Torche. Maxim auf Prepelita. Jetzt kommen die Rumänen, die kommen ganz gut aus der Halbzeit. Keseru, Fehlpass. Jo, und jetzt geht's schnell. Payet. Gonalon. Sieht Lacazette. Außen. Jetzt müssten mal langsam eine Flanke reinkommen. Und das. Ja, das war nichts. Wieder mal die Abwehr der Rumänen. Wie eine Wand. Eine rumänische gelbe Wand. Hier nochmal der Pass. Die Passquote sehen wir 60%. Oh, oh, kein Freistoß. Das ist so ähnlich gewesen wie die zweifelhafte Elfmeterentscheidung. Die Fans finden es natürlich anders. Verständlich, ich verstehe es. Papp. Maxim. Prepelita. Keseru. Einwurf für Rumänien. Und jetzt Doppelwechsel. Jetzt kommt Paul Pogba. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass der jetzt erst reinkommt. Er muss ja irgendwann kommen. Und Varane. Oder nee, was habe ich gerade gelesen? Habe ich gerade Varane gesagt? Ich glaube, es war Varane, aber ich bin mir nicht sicher. Balbuena, Entschuldigung, wer ist Varane? Jetzt muss ich mal selber nachgucken, kurz hier. Papp. Eckball Rumänien. Varane. Entschuldigung, das ist auch ein französischer Spieler, der bei Real Madrid spielt. Ich verwechsel die beiden nämlich immer. Jetzt die Eckballchance. Torre. Wenn er den jetzt richtig reinbringt. Und da steht keiner. Und, ach, was macht der aus der Chance? Pinteli. Kopfball genau in die Hände von Loris. Aber direkt wieder am Ball. Also die Franzosen sind gerade ein bisschen derbe unter Druck. Sagen wir es mal, wie es ist. Nicht allein durch den Kopfballschuss von Doro Pinteli, aber so, jetzt kommt Jallet auf Griezmann. Frankreich versucht langsam wieder Konstanz in dieses Spiel reinzubringen. Das ist ihnen so ein bisschen bisher entglitten in der zweiten Halbzeit, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Valbuena auf Pogba. Paul Pogba sieht Lacazette. Lacazette, der kommt nicht durch. Er kommt nicht durch. Sofort sind drei Rumänen bei ihm. Evra auf Valbuena. Wieder Evra. Chance. Nein, Fehlpass. Wieder die Abwehr der Rumänen. Zum Loben. Also wirklich zum Loben, was die hier bisher machen. Jetzt Griezmann auf Valbuena. Lacazette. Giroud.
Jallet. Griezmann mit einer Passquote von 100% und der ist in den Händen von Tatarusano. Ich glaube, das war sein erster Ballbesitz heute. Pogba. Chipico. Chipichu war das. Pinteli. Torre. Schnell zurück den Ball. Oh, Jemene. Und der ist aus. Der ist zu weit. Das war zu gut gemeint. Jetzt der erste Wechsel auf Seiten der Rumänen. Erik Big Falfi kommt für Alexandru Maxim. Überrascht mich, dass er jetzt so wechselt, um ehrlich zu sein. Maxim, einer der auffälligsten Spieler auf dem Feld. Wenn er so denkt. Aber Big Falfi. Erik Big Falfi holt jetzt seine Position erstmal rein. Und hier nochmal die Kopfballchance, die Loris ohne Probleme abfängt. Aber es gibt wieder Eckball für Rumänien. Torre, der Eckballspezialist der Rumänen. Vorhin hat es zum Kopfball gereicht. Was passiert jetzt? Nichts. Pogba auf Giroud. Also langsam muss was passieren. Jetzt haben wir die 84. Minute. Null Torchancen in meinen Augen für die Franzosen. Vielleicht eine. Jetzt der zweite Ballbesitz für Tatarusano, dem Torwart des AC Florenz. Oh, jetzt hat er aber Glück. Lacazette. Evra. Gibt es ja noch irgendeinen Lucky Punch in diesem Spiel? Irgendwas. Irgendeine Riesenaktion, die hier noch passieren könnte. Pogba. Kriegt den Ball nicht. Schmeißt lieber einen Gegenspieler um. Jetzt kommt wieder Prepelita. Auf Sepsi. Torre. Auch ein sehr auffälliger Spieler. Kesaru sieht Torre. Und das gibt Einwurf für. Ups, jetzt gibt es erstmal einen Wechsel, Entschuldigung. Ein Tap kommt für Griezmann. Griezmann, eine sehr große Enttäuschung in diesem Spiel bisher. Und zu Recht in meinen Augen. Vielleicht sogar schon ein bisschen zu spät rausgenommen für Ntep von Stadren. Und jetzt gibt es nochmal Einwurf. Nein, Freistoß. Anscheinend ein zu harter Zweikampf des Stürmers. Und das müsste es eigentlich gewesen sein in meinen Augen. Jallet wird den Ball jetzt nochmal reinspielen irgendwo hin. In die Mitte, Varane. Gibt es ja noch einen Lucky Punch? Giroud, Valbuena, Ntep, der ist frisch. Varane, flankt nochmal rein. Und ne. Tatarusano hat den locker und damit bleibt es beim 0:0 zwischen Frankreich und Rumänien. Wer hätte das vor dem Spiel gedacht, dass die Rumänen so mithalten? Sogar die bessere Mannschaft waren in meinen Augen. Die Franzosen viel zu harmlos. Also anfangs sich stark präsentiert und dann gegen Ende überhaupt nichts mehr auf die Reihe gebracht. Schauen wir jetzt doch nochmal auf die Torschüsse. Null Torschüsse, ein Torschuss. Den haben wir gesehen. Ihr habt das ganze Spiel gesehen, wenn ihr geguckt habt. Ballbesitz sehr ausgeglichen. Also, Kompliment an Rumänien. Das soll es dann erstmal gewesen sein von Frankreich gegen Rumänien. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit England gegen Russland. Und da bin ich tatsächlich dann auch live im Stadion. Also nicht hier im Spiel, aber im Spiel selber halt. Also beim Spiel selber. Macht's gut, euer Milchfui. Bis morgen. Ciao.